Vertriebsimmobilie kaufen. Und damit hat sich alles getan, damit hat man keine Arbeit mehr und muss sich um nichts mehr Sorgen machen. Dass das nicht so sein muss, das hat Julia Mooslehner vor vielen Jahren erlebt. Sie hat sich eine Wohnung in einem 37-Parteien-Mehrfamilienhaus gekauft, welches es bis in die Schlagzeilen geschafft hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte Julia ja relativ wenig bis gar keine Ahnung von Immobilien. Sie wollte einfach Steuern sparen. Und in Teil 1 erzählt Julia, wie ja ihr dieses Rundum-Sorglos-Paket angeboten wurde und wie so langsam die Erkenntnis durchsickerte, dass es sich bei dieser Wohnung um einen regelrechten Immo-Fail handelte. Und das ist auch die Serie, das ist auch der Titel dieser Serie, in der Profi-Investoren nicht ganz so ruhmreiche Geschichten aus ihrer Investorenkarriere erzählen. Und damit herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, ja dann abonniere doch am besten unseren Kanal. Ja, und da sind wir wieder in einer weiteren Folge, wo wir einfach auch mal transparent über ja, Fehlschläge, kann man durchaus sagen, Fehlschläge, aber auch einfach mal Sachen, die nicht so funktioniert haben, wie sie eigentlich laufen sollten. Insbesondere auch, was vielleicht auch falsch gemacht wurde oder wo man die Konsequenzen nicht so absehen konnte in jungen Jahren. Dazu haben wir eine Serie, da haben wir auch einige Coaches mit dabei, die hier auch ganz offen darüber reden. Und wir haben die Serie ganz bewusst jetzt auch hier in diesem Format abgedreht, weil wir einfach sagen, aus Fehlern wird man klug. Und wenn man die Fehler im Bestfall auch nur einmal macht, dann ist der Lernerfolg da doch recht groß draus. Und genau diesen Lernerfolg, den möchten wir mitgeben und auch einfach mal aufzeigen, dass die Fehler auch jedem passieren. Also da ist da letztlich auch keiner gefeilt davor. Und das besprechen wir heute mit der Julia Mooslehner, was ihr passiert ist. Hallo Julia. Hallo Michael. Du hast schon gewunken. Und ich bin wirklich froh, dass wir heute ganz offen über deine Geschichte beziehungsweise über das Objekt sprechen. Ich glaube, du kannst mich ja gleich korrigieren, aber es geht um eine Vertriebsimmobilie. Wo eigentlich von Anfang an irgendwie schon was im Argen war und die Probleme sich dann im Laufe der Zeit auch gehäuft haben. Aber der Reihe nach, Julia. Erzähl doch einmal, wie bist du an diese Immobilie gekommen? Wie ging das Ganze so vonstatten und wann ist das in etwa so passiert, dass wir mal so einen Rahmen haben, wann das ungefähr war, in welcher Situation du damals warst? Also ich bin ja schon 2-3 Tage älter, das heißt, ich spreche auch mit euch hier in D-Mark-Zahlen noch. Also das Ganze ist tatsächlich auch schon 30 Jahre her, 1991. Ich war damals roundabout 20 Jahre alt, war bereits fest liiert bzw. verheiratet, war damals gerade in der Ausbildung, was auch noch peinlicher, zur Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, allerdings im ersten Lehrjahr. Und wir hatten mein Mann und ich, eine sehr gesunde finanzielle Situation. Es ging uns sehr gut. Mein Mann war mit 26 auch schon selbstständig. Wir haben gutes Geld verdient, aber wie man in dem Alter auch so ist, haben wir auch wirklich ganz gut gelebt. Wir hatten damals keine großartigen Rücklagen gebildet. Das Geschäft lief ziemlich gut. Und irgendwann, wie es so immer ist, kam das Finanzamt. Dadurch, dass mein Mann auch gerade sehr jungfräulich selbstständig war, waren auch Vorauszahlungen, Einkommensteuer und so weiter damals noch nicht kalkulierbar. Und wie das immer so ist, das Finanzamt kommt als erstes und es kam auch mit einer richtigen Rutsche. Das heißt, wir hatten eine mega böse Nachzahlung, eine mega böse Erhöhung der Vorauszahlung. Wir mussten damals diese Steuerschuld finanzieren, weil wir keine Rücklagen hatten. Das ging aufgrund der finanziellen Situation sehr gut und hatten die Situation einigermaßen im Griff. Und wie es dann immer so ist, waren wir natürlich ganz doll böse. Wie kann das Finanzamt denn uns so viel Geld wegnehmen? Und das hätte uns ja der Steuerberater mal sagen können. Also alles, was man so bockig in dem Alter denkt, wenn einem jemand den Geldhahn ein bisschen zudreht. Und haben dann eigentlich per Zufall ein Schulfreund meines Mannes, guter Schulfreund meines Mannes, war im Immobilienbereich tätig, hatte damals in einem relativ namhaften Vertrieb in Berlin
gearbeitet, hat auch ein sehr gutes Leben geführt und in einem Gespräch haben sie mal darüber gesprochen, wie macht er denn das, damit er klarkommt. Und er sagt halt, naja, völlig klar, also er zahlt so gut wie keine Steuern und er zahlt wenig Steuern, das ist sehr optimiert, weil er ja vermietete Eigentumswohnungen hatte. Und mein Mann ist im wirtschaftlichen Bereich nicht besonders unterwegs. Der ist im Filmbereich unterwegs. Ich war damals in der Ausbildung, war froh, wenn ich den Weg zur Berufsschule gefunden habe. Und das hörte sich alles ganz toll an. Und dann haben die einen Termin gemacht und dann kam mein Mann mit einer Berechnung nach Hause und die sah super aus. Die sagte schlussendlich, ich habe sie leider nicht mehr gefunden, aber ich weiß es noch und wir haben darüber gesprochen, die sah so aus, dass also Ankauf, Finanzierung, Wohngeld, Zinstilgung, Mietüberschuss plus Steuervorteil plus minus null läuft, das Leben schön ist und wir sehr viel weniger Steuern zahlen müssen. Schwuppdiwupp, ich glaube, eine Woche später war er beim Notar und wir hatten also diese Wohnung. Naja, das heißt, das Ganze wurde als Komplettpaket, als rundum sorglospaket angeboten. Das war damals so gang und gäbe. Du darfst eine Sache nicht vergessen. Du hattest vor 30 Jahren nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Google war nicht. Damals hast du nur eine Stunde gebraucht, um einen Song runterzuladen. Also dieses ganze Google-Prinzip, Aufklärungsprinzip, Weiterbildungsprinzip, das gab es damals nicht. Oder das wurde auf jeden Fall nicht so genutzt oder von uns nicht genutzt. Also ich hätte damals, Google gab es ja schon vor 30 Jahren, hätte ich jetzt aber auch nicht gegoogelt, wie sieht es aus mit den Steuervorteilen oder was sind die Problematiken an einer vermieteten ETW. Die Einträge gab es damals auch noch gar nicht so großartig, glaube ich. Und dieses Rundum-Sorglos-Paket musst du dir vorstellen, ich habe die Rechnung von dem Vertrieb damals gefunden, da war alles drin, die Finanzierungsvermittlung, die Abwicklung mit der Hausverwaltung damals, den Mieter anschreiben. Wir haben auch gleich die Mietsonderverwaltung mit dazu gebucht, sodass eigentlich die Ausgangsposition war, ihr müsst gar nichts machen, gar nichts. Und so wurde das verkauft. Das war damals ja auch statthaft und wir waren damals halt auch sehr naiv und haben gedacht, okay, die Bank finanziert ja nicht irgendeinen Mist und es sieht alles gut aus und wenn die Berechnung steht und ist das alles gut so. Das heißt, wenn ich einmal kurz zurückgehe und eine Rückfrage stellen darf, das heißt, der originäre Gedanke, in Immobilien zu investieren, der kam jetzt nicht aus dir heraus, sondern der wurde eigentlich an euch herangetragen mit diesem Komplettpaket, mit dem Ziel, Steuern zu sparen. Null. Damals war ich nicht im Ansatz so weit. Also das kam wirklich erst ungefähr 5 Jahre später, nachdem wir das Lehrgeld gefressen haben, um das mal so zu sagen. Nein, für uns war die Priorität einfach, Steuern zu sparen, um mehr Liquidität für uns zu generieren. Also wir waren damals, ich bin immer wieder überrascht und wirklich freudig überrascht, um zu sehen, wie viele unserer Teilnehmer auch so jung sich schon solche Gedanken machen. Da waren wir damals ganz weit weg von. Also es war einfach nicht so. Ja. Und zu dem Objekt selbst, um was für ein Objekt handelt es sich da oder in welchem Rahmen können wir uns das vorstellen? War das jetzt so? Also ich, zu meiner Schande muss ich sagen, also wir haben es uns nicht im Ansatz angeguckt. Mhm. Ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Prospekt gehabt. Wir haben damals auch, ohne jetzt gegen den Freund meines Mannes zu wettern, der war damals sicherlich auch der Meinung, er macht etwas Gutes. Wir haben es uns nicht angeguckt, kein Prospekt, gar nichts von dem Mietvertrag. Der war Anlage zum Kaufvertrag damals. Es war ein vernünftiger Mietvertrag. Es war ein Nachweis da, dass der Mieter nachhaltig zahlt. Es lag eine Wohngelderabrechnung vor, es lag ein Wirtschaftsplan vor. Es war im Norden oben in Delmenhorst, das ist eine Bremer Ecke. Ich selber komme, mein Mann auch, gebürtig aus Hamburg bzw. Niedersachsen, oben von der Küste. Das war für uns auch ein greifbares Terrain. Wir waren damals noch so ein bisschen ängstlich, in Anführungsstrichen, was den Osten angeht. Die Wende war noch nicht lange her. Das war alles noch so komisch und waren eigentlich ganz froh, dass wir was gefunden haben, was irgendwie so ein bisschen greifbar ist. Das war ungefähr, ich war damals ja schon in Berlin, ich war gerade damals ein halbes Jahr in Berlin, war es mir eigentlich ein gutes Gefühl, was im Norden zu machen. Das war ein Plattenbau, das war mir damals aber auch nicht so bekannt. Ich
war damals aber auch bautechnisch nicht im Ansatz versiert. Ich dachte immer, na gut, quadratisch praktisch gut, die Dinger sind aus den 50ern, 60ern, da kann nicht viel passieren. Das ist ein Riesenkomplex, es waren mit Untergemeinschaften, glaube ich, fast 400 Einheiten und war nichts Negatives bekannt. Also hätte ich damals das Objekt alleine schon mal, das hat so einen ganz bekannten Namen, das wird jeder, der da oben aus dem Norden kommt, kennen, am Wollepark. Ich habe hier auch noch mal, wer es sehen möchte, ein sehr hübsches Foto und die Headline dazu. Also ist bekannt, man kennt das da oben. Ja, also jeder, der schon mal auf die Mütze geklickt hat im Norden, ja, der hat da am Wollepark investiert. Mhm. Also ich habe jetzt im Rahmen unserer Vorbereitung auch noch mal gegoogelt. Und ich glaube, die haben mittlerweile 2/3 der gesamten Anlage mittlerweile abgerissen und eingestampft. Also ja. Von daher, ja, aber die Miete war in Ordnung damals. Die Miete war in Ordnung und ich war halt der Meinung, es rechnet sich. Wir haben damals, ich musste immer mal wieder schnullen in meinen Unterlagen, weil das doch schon 2-3 Tage her ist. Also wir haben gekauft eine Wohnung im 6. OG mit 70 Quadratmeter. In einer WEG von 80 Einheiten, mit einem Wohngeld von 360 Mark, einer Miete von fast 1000 Mark und haben inklusive aller Nebenkosten, da sind aber auch die Vertriebsprovisionen, die Finanzierungsvermittlungsprovisionen und so weiter, dabei gewesen für 156.000 DM. Das scheint mir auch im heutigen Nachgang auch wirklich nicht so viel. Also klar, der Markt ist heute ganz anders. Ja. Damals war es laut Einwertung von der Bank, die natürlich auch niemals draußen gewesen war, Schneider und Co. gab es damals noch nicht und Schrottimmobilien, die haben sich das auch nie angeguckt. Die haben also auch, es gab kein Gutachten, es gab ein uraltes Wertgutachten vom Vertrieb, was wie Vertriebe so oft auch gerne machten, natürlich ein wenig aufgehübscht war, wenn man es im Nachhinein betrachtet, ohne irgendjemandem etwas Böses zu unterstellen. Wir haben eine Finanzierung bei einer großen Berliner Bank gemacht mit 7,5% Tilgungsaussetzung. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich habe nur gesehen, dass wir über den Zeitraum, in der uns die Wohnung gehörte, gar nicht getilgt haben. Das heißt, der Zinssatz, Entschuldigung, der Zinssatz war damals 7,5%. 7,5, mhm. Ja. Und dass meine Zinszahlung monatlich von 1040 D-Mark, um das mal so ein bisschen greifbar zu machen. Ich habe für mich nochmal durchgerechnet, wir hatten damals schon, die Berechnung lief ja plus minus null von dem Vertrieb. Und wir hatten bei knapp 1000 Bruttowarmmiete, 1000er Finanzierung, 350 Wohngeld, SIV-Honorar, Grundsteuer, hatten wir schon bei Ankauf eine Unterdeckung von 480 D-Mark monatlich. Ja. Die tauchte natürlich in dieser Berechnung nicht auf, weil die Vertriebe damals so schön gemacht haben, sie ja den gegebenenfalls anfallenden Steuervorteil schon wieder runtergebrochen haben. Da waren wir damals einfach zu blind für, um das in irgendeiner Form da zu schnallen, dass es trotzdem deine Liquidität schöpft. Das heißt, du hast oder ihr habt damals knapp 500 D-Mark jeden Monat dazugezahlt und die genau. Idee dahinter war, dass ich das aber mit einer Steuerrückzahlung dann am Ende genau. wieder oder eine Verminderung der Steuerlast halt praktisch rechnet. Ja. Aber das war vielleicht haben wir auch nicht richtig zugehört. Das mag alles sein. Ich bin da immer kein Freund, eine Schuldfrage zu verteilen, weil schlussendlich ist meines Erachtens die Schuld immer bei dem, der es tut oder nicht tut. Und wir haben es halt nicht getan. Also irgendwann fiel uns dann doch auf irgendwie, dass irgendwie das Geld weniger wurde. Und wie ich vorhin schon sagte, wir mussten diese Steuernachzahlung damals auch teuer finanzieren. Die Zinsen waren damals teuer. Und so kamen wir dann doch ziemlich locker auf ein Tausender im Monat, aber 1000 D-Mark, die einfach in der Liquidität fehlten. Und die Bonität war natürlich extrem geschwächt. Einmal durch das Immobiliendarlehen und dann das Steuerdarlehen. Also wir hatten auf einmal, ich glaube, etwas über 200.000 D-Mark Finanzierung an der Hacke. Ja, ja. Aber so gut sollte es nicht weiterlaufen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt erstmal sagt, man von der Bewertung der Kennzahlen, von der Bewertung des Modells, auch dass ihr jetzt eine Unterdeckung, also von der Liquidität jetzt mal
Nicht abgesehen, aber ihr habt einen, ihr zahlt monatlich drauf, das kommt aber im besten Falle auch wieder zurück. Passt es ja von den Kennzahlen eigentlich, passt es ja aktuell noch halbwegs, ne? Ja, also das habe ich zu dem Zeitpunkt, haben wir uns einen neuen Steuerberater gesucht und der sagte auch, okay, pass auf, das tut jetzt ein bisschen weh, aber wir warten einfach mal die nächste Einkommensteuererklärung ab, dann können wir reell gucken, wie sich das in der Liquidität auswirkt und ob es tatsächlich Sinn macht. Und er sagte mir damals, und ich glaube, wenn sich die Situation auch nicht so massiv verschlechtert hätte, hätte es auch funktioniert auf einen längeren Zeitraum. Also zu der Erkenntnis bin ich heute auch gekommen. Kommt man immer wieder, aber das sollten wir am Schluss besprechen, zu dem, was lernt man daraus. Also wir sind einfach von einer falschen Voraussage also wir sind falsch an das Projekt rangegangen. Hm. Die Unterdeckung war einfach nicht auf dem Plan. Ja. Die ganze Wirtschaftlichkeitsberechnung, und zwar nicht die wird irgendwann sein, sondern wie ist es jetzt? Das ist der Fehler in der ganzen Rechnung. Ja. Das heißt, das hat euch dann überrascht, als es soweit war, und ihr wurdet auch nicht im Vorfeld darauf hingewiesen. Das war nicht Teil der Berechnung. Nein, überhaupt nicht. Also das war nicht Teil der Berechnung und wir hätten es aber weiter durchgezogen. Also nachdem wir es dann irgendwann verstanden haben, ich hatte dann auch sehr viel Glück, ich habe dann meinen Job gewechselt. Also ich habe meine Ausbildung bei einer anderen Firma fortgeführt. Und irgendwann hat er mitbekommen, mein damaliger Chef, wie ich telefoniert hatte mit dem Hausverwalter, weil ich einfach mal diese Zahlen begreifen wollte. Und er kam zu mir und sagte, sag mal, was ist denn da bei dir los? Was machst du denn da? Wo ich dann gesagt habe, okay, Butter bei den Fische, ich bin hier ein Stück weit überfordert, guck dir das doch bitte alles mal an. So, und dann hat der mir geholfen, das alles ein Stück weit aufzurollen. Der hat zum Beispiel erst mal zugesehen, dass wir einen Dreierkontakt zum Hausverwalter hatten, um mal die Ist-Situation vor Ort überhaupt mal zu verstehen. Wie ist die bauliche Situation, wie ist die Fluktuation, einfach nur mal auch mal das reelle Gefühl für die Anlage zu bekommen. Und das war auch ein sehr gesunder Zeitpunkt, weil da kam also auch gleich die Erhöhung des Wohngeldes. Wir bekamen also Post von der neuen Hausverwaltung. Das war dann im nächsten Jahr, im darauffolgenden Jahr, oder wann war das? Das war im Jahr, warte mal, gekauft haben wir. Das war im Jahr, ich muss selber mal gucken. Das war in 92. Mhm. Genau, 1992. Da bekamen wir die Tagesordnung zur Eigentümerversammlung mit einer nahezu Verdopplung des Wohngeldes im Bereich der nicht umlagefähigen Kosten. Also die typischen Klassiker, laufende Instandhaltung, Zuführung zur Rücklage. Es waren ellenlange Angebote dabei, was alles gemacht werden muss. Es ging bei den Fenstern los, es ging über die Heizung, es waren Wasserschäden, es waren Fassade, es waren Steiger. Dann stand da schon mal so nebenbei im Nachsatz drin, dass die Kinderspielplätze alle mit kontaminierten Bahnschwellen gebaut worden sind. Und ich dachte, um Gottes Willen. Also da stand nicht nur drin, dass sich das Wohngeld mehr oder weniger verdoppelt, was eine Unterdeckung von dann statt 500, ich glaube 720 D-Mark ausgemacht hatte. Und dann noch die Ankündigung, dass Notmaßnahmen beschlossen werden müssen durch eine Sonderumlage, um die laufende Bewirtschaftung aufrechtzuerhalten. So, das haben die Eigentümer, es waren 100% alles Anleger, es waren keinerlei Eigennutzer dabei, die waren überall verstreut. Der Vertrieb hatte damals, ich glaube, 90% der Mietsonderverwaltung, das heißt, die haben da auch immer noch so ein bisschen gesteuert. Damals gab es dann auch so ein bisschen Gerüchte, dass die da so ein bisschen gemietpoolt haben, um Mietrückstände aufzufangen. Und da wusste ich, und da sagte auch mein Chef zu mir, Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Dann haben wir angefangen, die Unterlagen von der Verwaltung abzufordern. Und da stellte sich schon raus, dass die Anlage über 100.000 D-Mark Wohngeldrückstände hat. Das war damals war das nicht so wie heute gang und gäbe, dass man solche Listen abfordert, wenn man eine Einzel-ETB kauft, egal jetzt für den Eigenbestand oder für den, also für
eine vermietete ETW. Da sind wir fast ins Essen gefallen, weil also dann kam auch schon die nächste Post von dem WEG-Verwalter, dass er sagt, er macht jetzt eine Sonderumlage. Nein, gar nicht wahr. Die Bank schrieb mich an, dass eine Anfrage zum Eintrag im Grundbuch vorliegt bei uns. Und daraus hin haben wir dann recherchiert, also dass die zum Beispiel die Heizkostenabrechnungsfirma über Jahre nicht bezahlt haben. Die können natürlich in die einzelnen Grundbücher vollstrecken. Und die gehen natürlich bei denen rein, wo noch Geld zu holen ist. Und das war natürlich in Verbindung. Ach so, dann kündigte unser Mieter noch. Das kam auch noch. Das war auch sehr hübsch. Also alles im Jahr darauf. Also voll alles erwischt, volle Breitseite. Im Jahr nach dem Ankauf. Keine 12 Monate danach. Oh, wow. Und das heißt, die 100.000 Euro Rückstand, 100.000 Euro D-Mark Rückstände waren auch nicht bekannt, sondern sind auch erst zum ersten Mal aufgerufen worden, genau, mit dieser, genau, Eigentümerversammlung. Ja. Und da kam dann auch zum Vorschein, dass dann auch die Heizkosten auch wahrscheinlich dann über Jahre dann nicht bezahlt worden sind. Es sind nicht Heizkosten, die nicht bezahlt worden sind, sondern der Abrechnungsdienst wurde nicht bezahlt. Mhm. Das Problem war bei dieser Anlage in der fehlenden Transparenz, so wie ich es heute bewerten würde. Also deswegen würde ich sowas zum Beispiel heute auch überhaupt nicht mehr anfassen, jetzt mal unabhängig von den baulichen Gegebenheiten oder so, ist, dass in den 3 Jahren 3 Verwalterwechsel stattgefunden hat. 3 Verwalterwechsel heißt, es ist eigentlich für einen WEG-Verwalter nicht möglich, eine saubere Buchhaltung rückwirkend zu generieren, die aussagekräftig ist. Die eine Verwaltung ist pleite gegangen. Das war bevor wir gekauft haben. Die sind wohl auch noch mit der halben Rücklage abgehauen. Das waren aber alles nur so Gerüchte. Das hat alles der Vertrieb schlussendlich ein Stück weit aufgefangen, um die Attraktivität des Objektes natürlich auch aufrechtzuerhalten. Und man konnte dem Jetzt-Verwalter noch nicht mal einen großartigen Vorwurf machen, weil dem fehlten die Hälfte der Unterlagen. Dann hat man die ihm vor die Tür geschüttet. Dann hat der gesagt, liebe Leute, ich kann das nur aufarbeiten, wenn ihr das bezahlt. Das haben die Eigentümer wieder nicht beschlossen, weil es ihnen zu teuer war. Also ein tierisches Tohuwabohu. Das heißt, um das Ganze mit 2 Sätzen nochmal zusammenzufassen, ihr habt eine Immobilie gekauft, die sich auf den ersten Blick gerechnet hat, beziehungsweise auf den ersten Blick recht charmant aussah. Das erste Problem oder das erste, wo ihr sozusagen erwischt worden seid, war die Unterdeckung, dass ihr monatlich zuschießen musstet, wovon ihr erstmal nicht ausgegangen seid. Und dann kamen die größeren Probleme, nämlich es gibt Rückstände von 100.000 D-Mark und auch die es wurde auch von nicht bezahlten Kosten wurde in Grundbücher sozusagen rein vollstreckt. Auch in Sie haben es nicht gemacht, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Sie haben nachher nicht vollstreckt, weil du wusstest nicht glauben, nachdem ich die Saldenliste hatte von dem Objekt und mein Chef mich da bei der Hand genommen hat sozusagen, haben wir anhand der Saldenliste sehen können, welcher Eigentümer ihr Wohngeld bezahlt hat. Das heißt, wir sind dann in die Initiative gegangen, ich und mein Chef, und haben die Eigentümer, die keine Wohngeldrückstände hatten, direkt angeschrieben und haben gesagt, so Kinder, wenn wir jetzt alle, die gehen ja nicht nur in ein Grundbuch, die gehen in alle Grundbücher, das kann sein, dass dann die Finanzierung fälliggestellt werden. Bei denen, die sowieso bereit sind, bringt das überhaupt nichts. Das heißt, in letzter Konsequenz müssen wir es sowieso bezahlen, um diesen Schaden abzuwenden. Also haben wir praktisch intern eine Sonderumlage gebildet, haben den Verwalter genötigt, ein Treuhandkonto auf uns 30 Eigentümer zu eröffnen und haben intern eine Sonderumlage darauf eingezahlt, fast wie ein Kautionskonto. Also da kam der Verwalter nicht ran. Und davon haben wir die Tierchen bezahlt, um zu vermeiden, dass die Tierchen, der Abrechnungsdienst, in die Grundbücher geht. Hm. Das war meines Erachtens das Schlauste, was ich überhaupt gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht, mein Chef hat es gemacht, aber das war das Schlauste schlechthin.
Aber das bedeutet, wenn ihr sagt, ihr habt euch so zu 30 zusammengetan, wenn man jetzt davon ausgeht, jeder hat eine, vielleicht zwei Wohnungen in dem Objekt, dann heißt es ja, dass irgendwie rund die Hälfte der anderen Eigentümer nicht gezahlt hat. Nein, haben sie auch nicht. Die sind auch tatsächlich, ich muss noch mal gucken in meine schlaue Liste, es zeigte sich dann, als wir die Entscheidung, also wie gesagt, die Sonderumlagen, der Mietausfall, wir hatten 6 Monate Mietausfall, wir hatten 3.000 Mark Instandsetzungskosten in der Wohnung, um sie überhaupt für weniger Geld wieder in die Vermietung zu kriegen, weil dieses Objekt derzeit schon so runtergerockt war und so einen schlechten Ruf hatte. Also in dem Artikel, den ich dir eben gezeigt habe, stand ja auch drin, Wollepark immer unbeliebter, nur noch jede dritte Wohnung vermietet. Das heißt, tierischer Leerstand, sah aus wie Schwein. Ich habe von dem Hauswart Fotos gekriegt, da hätte ich nicht für 300 Mark einziehen wollen in eine 70 Quadratmeter Wohnung. Und da war uns eigentlich dann klar, wir müssen das Objekt loswerden, wir müssen jetzt Schadensbegrenzung machen. Weil einfach auch, achso, und dann haben wir über meinen Anwalt, ich habe mir dann damals einen Anwalt genommen mit meinem Chef zusammen, haben wir ein Grundbuch gezogen, Einzelgrundbuch, und daraus ergab sich schon, dass 37 Wohnungen in der Zwangsversteigerung waren. Und damit wusste ich, der Drops ist gelutscht. Das war's mit Teil 1. In Teil 2 erzählt uns Julia, wie sie ihre Horrorwohnung wieder verkaufen konnte. Und wenn auch ihr schon Erfahrungen mit solchen Horrorhäusern, Horrorwohnungen oder auch Vertriebsimmobilien gemacht habt, lasst es uns doch einmal in den Kommentaren da.